Halli, hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute möchte ich Blumen gießen und zwar mit den Pigmenttropfen von Stefanie Etter. Das sind die neuen Farben. Hier sind zum Beispiel drei Stück davon. Und ich werde das mal mit dem Weiß hier Blumen machen. Ich habe mir mein Maßkasten schon angerührt. Ich habe es ja ein bisschen was abgefüllt. Und jetzt muss ich mir das mal mischen, dass ich denke, das Weiß wäre jetzt von dem Farbton her okay. Ich mache jetzt hier mal eins. 2, 3, 4, 5 Tropfen rein. Die sind sehr ergiebig. Müsst ihr euch wirklich rantasten. Jetzt auch mal schauen, ob es funktioniert, dass es mir hier nicht zu dick wird, dass es nicht ploppt, aber auch nicht zu dünn. Das glaubt schon gut ein. Also es ist halt der Vorteil zur Pigmentpaste. Ich liebe die ja für diese Effekte. Resitint Max Titanium White, aber es ist halt immer schwierig mit dem Anmischen. Was heißt schwierig mit dem Anmischen? Aber ich finde, Tropfen sind einfach praktischer. Schwierig ist es auch nicht. Man nimmt halt eine Spatelspitze voll, streift es ab und ja, aber hier ist es gleich schon viel besser untergemischt. Fünf Tropfen verwendet. Ich denke, das ist eigentlich von der Konsistenz her ganz gut. Ein bisschen noch transparent, klar, aber ich möchte es ja auch nicht zu dick mischen. Es sollte ja noch ein bisschen luftig sein. Ja, ich denke, das ist ganz gut. Ja, ich mache es nicht zu dick. Also, ja. Auf jeden Fall immer gut rühren, damit alles gut verteilt ist, dass ihr nachher keine Streifen drin habt. Ich hoffe auch mal, dass ich genügend angemischt habe. Weiß nicht, ob es mehr für drei oder vier Blumen reicht. Ich habe meinen Mastercast angemischt. Ich habe auch versucht, es langsam zu rühren, damit ich nicht so viele Bläschen habe. Und ja, ich verteile das jetzt mal in diese tolle Form von Molds and Shapes. In die ovale Untersetzerform. Musste noch einmal kurz drüber föhnen. Genau, das gebe ich überall ein bisschen rein. Ich werde vielleicht schon die vier voll, also nicht voll machen können. Entschuldigung. Aber hier ein bisschen füllen und dann kann ich ja später noch was aufgießen. Ja, ich verteile das. Genau, es muss ja auch nicht so dick sein. Entschuldige bitte. Irgendwie liegt was in der Luft. Also ich kratze die Reste nicht aus. Ich habe auch nicht umgetopft, aber ja. Normalerweise könnt ihr umtopfen, dann aber gut rühren und so. Und dann auch die Reste rauskratzen. Aber ich lasse es einfach so. Was ich jetzt mache, ist kurz mit dem Föhn drüber gehen. Beziehungsweise. Entschuldigung. Gerade mir, oder soll ich jetzt hier? Ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt, ob ich das jetzt hier wagen soll. In einem Becher oder ob ich mit zwei verschiedenen Farben abmische. Ich schaue erst mal, wie viel übrig bleibt. Genau, also ich fülle mal kurz drüber. Sorry, ich bin im Kopf schon weiter. Ich fülle mal kurz drüber und dann hole ich euch sofort wieder dazu und dann geht es weiter mit den Blumen. Also, ich habe natürlich schon einen Versuch gemacht, will es euch auch nicht vorenthalten. Ich hoffe mal, dass ich es einigermaßen hinbekomme, aber es ist sehr blobby. Genau. Und ich hatte es verglichen mit dem Resitin Max Titanium White. Das war so blobby angemischt. Das wollte ich jetzt hier nochmal testen, ob ich das nicht besser hinbekomme. Also, ich habe jetzt hier Mastercast eingefüllt. Ich habe jetzt hier mir das Weiß angemischt. Das habt ihr gesehen mit fünf Tropfen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht hier zu dick rauskommt. Ich hoffe, dass es funktioniert, weil beim anderen Guss war es sehr blobby. Hatte ich auch einen falschen Becher genommen, das hat nicht so richtig funktioniert. Und jetzt gebe ich vorsichtig das hier rein. Bis nach außen. Genau. Bei allen vier das gleiche. Ist immer spannend, der erste Tropfen, der rauskommt, ist meistens ein Blob. Aber ja, wenn es in der Mitte ist, ist es nicht so schlimm. Was ist denn heute los? Ich kann ja keine schönen
Kreise mehr ziehen. Oh, um Gottes Willen. Auf jeden Fall, beim anderen Versuch hat es funktioniert. Ich habe mich so gefreut, dass es klappt, dass es arbeitet. Also wie die Pigment passt ja auch. Es bewegt sich was. Ihr seht auch schon, es wird schon hier ein bisschen länger. Ich hoffe, ich habe nicht zu wenig angemischt. Ich möchte mir ja eine Farbe mischen. Wie? Nicht so viel. Ich bin jetzt selber schuld. Also mit diesem Becher geht es auf jeden Fall besser. Das andere Video, das Vergleichsvideo, werde ich denke, wahrscheinlich auch hochladen, aber es ist halt das Mastercast. Nein, nicht Mastercast. Die Paste war sehr, sehr blubby. So, jetzt habe ich hier einen Rest. Ich gebe jetzt hier mal einen Tropfen Gelb rein. Einen Tropfen. Und das müsst ihr halt immer gut rühren. Das ist sehr ergiebig, seht ihr, wie das schon einfärbt. Das ist wirklich krass. Genau. So, also, dann mache ich das Gelb jetzt mal hier beim ersten rein. War nur ein Tropfen Gelb. War nur ein Tropfen. Gibt es, oh, das leuchtet ja mega. Gibt es jetzt hier rein, aber nur im mittleren Bereich. Ganz außen lasse ich noch weiß. Genau, so. Dann nehme ich jetzt hier das Pink. Noch einen Tropfen Pink rein. Mal sehen, was das für eine Farbe gibt. So, naja, direkt orange ist es nicht, auf jeden Fall dunkler. Ein gedecktes Orange vielleicht, ein sehr dunkles Orange. Wobei Pink und Gelb gibt es ja nicht orange. So. Okay. Im schlimmsten Fall wird es dann matschebraun. Genau, das gebe ich jetzt hier nebendran. Es arbeitet schon schön. Könnt ihr einen Spritzbeutel machen, das ist noch einfacher. Okay. Ja, so viel Material habe ich nicht mehr. Jetzt mache ich nochmal einen Tropfen Pink rein. Ich möchte auch nicht, dass es zu schwer wird. Ich weiß auch noch nicht genau, wie das jetzt hier sich verhält. Es sind ja schon etliche Tropfen drin. Jetzt habe ich wenig Material. Und dann wird es jetzt hier noch schwerer. Und das Gelb ist eine ganz andere Farbe. Also ihr könnt euch mega viele Farben zusammenmischen. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Probiert es einfach aus. Das macht mega viel Spaß. Ihr seht einen Tropfen, was da schon verändert. Das ist unglaublich. So, hier. Einfach rein und dann lasse ich einfach ganz außen noch ein bisschen weiß. Und jetzt habe ich nur noch eins zu machen. Ich nehme jetzt da noch einen Tropfen Blau rein. Das ist nur so eine Blase. Jetzt wird es ein bisschen schütteln. Und dann entstehen mir mal solche Luftbläschen. So, Blau. Weil Blau und Pink gibt ja, oder Blau und Rot gibt ja Lila. Oh, das ist eine komische Farbe jetzt. Das ist jetzt hier eine Mischung zwischen Grün und. Nee, das ist. Ah, cool. Eigentlich sieht es cool aus. Petrol, mega dunkles Petrol. Ja, Zufall. Und das ist der Vorteil, wenn ihr euch das filmt oder aufschreibt, wie viele Tropfen, dann seht ihr, was rauskommt. Wobei die Grundmasse war jetzt ja ziemlich wenig. Wow, aber es wird echt cool. So, abwischen. Jetzt hoffe ich, dass es hier noch gut reinfließt. Freue mich, ja. Boah, es ist dunkel. Da bin ich jetzt aber mal wirklich gespannt, was da rauskommt. So, wie gesagt, ich lasse jetzt einfach noch ein bisschen an Rand weiß stehen. So, einmal abwischen. Das ist echt eine coole Farbe. Wow. Okay, jetzt geht es noch ans Gestalten. Ich mache das so wie bei meiner anderen Blume. Ich gehe jetzt hier nach innen.
mein Stäbchen immer sauber, dass ich einen sauberen Rand habe. Ich mache jetzt hier 6 Blütenblätter. Kratzt nicht an der Form entlang. Es gibt dann Abdrücke, die bekommt ihr nicht mehr weg. So. Nimmt meine Kamera auf, ja. Ich habe so ein Trauma. Ich muss immer wieder schauen, ob sie aufnimmt. Also es sieht auf jeden Fall so aus, wie wenn es nicht geblockt hätte. Bin schon mal mega zufrieden. Sieht total vielversprechend aus. Ich bin total begeistert, dass es mit dem Pigment geht. Pigmentdrop. So, und dann noch mein Abschluss ist der Wirbel in der Mitte. Das mache ich jetzt bei den nächsten genauso. Ihr könnt Blütenblätter machen, so viele wie ihr möchtet. Ich habe mich jetzt hier bei dieser Form für 6 Stück entschieden. Fand das wirklich toll. Und ja. Irgendwie sieht die schief aus. Also ihr seht, es ist eigentlich ganz einfach. Man braucht nicht viel. Und kann so unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Also ich hoffe, dass es nicht zu dünn eingemischt ist, das Weiß. Tropfen mehr hätte es vielleicht noch vertragen, aber ja, ist also ja doch. Ich bin schon mal ganz zufrieden. Wirklich. Und das soll was heißen. Ich bin immer kritisch. Immer. Und vor allem selbstkritisch. Man sieht es halt immer noch mal mit anderen Augen, wenn man das eigene betrachtet. Aber vielleicht kennt ihr das. Man möchte halt perfekt sein, das perfekt zeigen und dann manchmal klappt es und manchmal klappt es halt nicht. So. Bald habe ich es geschafft. Ich nehme euch noch auf die Reise mit. Ihr seht ja, wie es geht. Es ist bei allen identisch. Nur die Farben werden halt immer kräftiger. Fast geschafft. Das ist echt genial. Die Farbe ist echt der Knaller. Ich kann das gar nicht so richtig definieren. Gefällt mir mega gut. So. Pigmentdrops. Wow. Zum Einfärben genial. Und so Spiralen sind das wirklich die einfachsten Blumen. Könnt ihr wirklich tolle Effekte erzielen. Je nachdem mehr Blütenblätter oder nach innen fahren, da habt ihr dann keine so Spitzen draußen, sondern einfach schöne Bögen. So. Ja, jetzt wart ihr aber geduldig mit mir. Ich hoffe, ich habe meine Form nicht verkratzt. Ich habe mir echt Mühe gegeben, habe aufgepasst. Voll witzig, so viele verschiedene Farben jetzt. Doch, bin gespannt, was rauskommt. Okay, ich lasse es stehen und erzählen wir uns zum fröhlichen Ausformen. Ich weiß nicht, ob ich das aufgieße oder nicht. Bei der Rückseite sieht es eigentlich auch ganz schön aus. Kann ja auch mal transparent sein. Vielleicht lasse ich es einfach so. Ein Ticken mehr hätte ich vielleicht noch reingießen können, aber ja. Jetzt ist es schon so. Also, bis zum Ausformen. So, Ausformzeit ist die schönste Zeit. Ich hoffe jetzt mal, dass es einigermaßen funktioniert hat. Ups, hier ist auch das Schätzchen. Also, sieht mal wirklich von der Rückseite her schon super aus. Wow. Mit den Pigmentdrops. Mega. Oh, so schön. Es war ein Tropfen Gelb. Und hier noch ein Tropfen Pink hineingegeben. Pink, 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 pink. Ja, ist ein Orange. Ein bisschen, was ist mit meiner Lampe los? Die nervt mich so dermaßen. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich habe hier echt Probleme. Super. Bisschen mehr Blobby, warum auch immer. Man hat das Gefühl, man macht alles genau gleich. Hier ist noch mal ein Tropfen Pink mit dabei.
Ui, sehr. Wow, seht euch die Tiefe an. Wow. Mega, bin total begeistert. Ich muss euch unbedingt Bilder hinhängen, weil das spiegelt so dermaßen. Hier habe ich noch einen Tropfen Blau. Also Pink plus, sorry, Gelb plus Pink plus nochmal Pink plus Blau gibt diese Farbe. Wow. Wenn ich das mit meiner Kamera noch in den Griff kriege, bin ich zufrieden. Das täuscht ein bisschen hier im Bild. Das ist ein wunderbarer dunkler Petrolton. Oh Mann, ich bin total fasziniert. Es hat funktioniert. Yay! Pigmentdrops. Die sind genial. Die sind echt genial. Es war hier ein paar schöne Bilder zaubern. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich kann das mal hier schon mal dahinlegen. Das sieht man noch ein bisschen besser. Als jetzt hier in der Form. So. Und dann werde ich es auf dem schwarzen Untergrund fotografieren. Mega. Ich bin total begeistert. Gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Oh. Ja, das kann man auch als Paste benutzen. Hier glitzert irgendwas. Prima. Doch, mir gefällt es mega, mega gut. Ich weiß gar nicht, was mir das am besten gefällt. Ich glaube, die Farbe finde ich wirklich den Hit, den Hammer. Der gefällt mir wirklich gut. Ich hoffe mal, dass ich das einigermaßen realistisch rüberkriege vom Ton her. Ich werde mich anstrengen. Und diese hier hat am meisten noch Struktur. Tiefe. Wow. Oh, ich bin total begeistert. Ja. Juhu. Es lohnt sich einfach zu experimentieren und nie stillzustehen, immer weiterzumachen. Und manchmal kommen da tolle Sachen raus, wo man selber begeistert ist. Also ich bin total begeistert jetzt. Mir gefällt es mega gut. Ich hoffe mal, euch gefällt es auch. Würde mich natürlich riesig über einen Kommentar freuen. Und natürlich über einen Daumen hoch, über ein Abo. Wenn ihr Lust habt, sehen wir uns im nächsten Video. Und wie gesagt, ich hänge noch ein paar Bilder hinterher. Vielleicht immer das im Ganzen und dann vielleicht noch eine schöne Stelle, die ich mir da raussuche. Genau. Cool. Also gut, dann seid gespannt, was als nächstes kommt. Und ja, bis dahin. Tschüss, bleibt gesund.